Viele Christen richten ihre Aufmerksamkeit auf die Ereignisse in Israel. Mit einer roten Kuh sollen die Opferrituale des alten Israels aufleben, in der Erwartung, dass bald auch der dritte Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Warum ist das so wichtig? Weil der Wiederaufbau eines dritten Tempels mit wichtigen globalen Ereignissen in Zusammenhang gebracht wird. Darunter fallen ein möglicher dritter Weltkrieg, die Ankunft des Antichristen, der sich in diesen dritten Tempel setzen soll, eine siebenjährigen Zeit der Trübsal, der von vielen Christen erwarteten Entrückung, die Bekehrung vieler Juden zu Gott und der weltweiten Verkündigung des Evangeliums. Heute und in den folgenden Themen wollen wir diesen Fragen auf Basis der Heiligen Schrift nachgehen und prüfen, ob diese Behauptungen dem Test der Bibel standhalten oder ob wir vor einer verheerenden Täuschung vieler Menschen stehen. Die Fragen, die wir uns dabei stellen können, sind: Wo steht konkret in der Bibel, dass der dritte Tempel wieder aufgebaut wird? Wo steht es konkret in der Bibel, dass es 7 Jahre der Trübsal sein werden? Hast du das jemals für dich selbst in der Bibel gelesen oder nur von anderen Menschen gehört? In der ganzen Heiligen Schrift gibt es keinen Bibelvers, der 7 Jahre der Trübsal konkret zum Ausdruck bringt. Wenn du einen solchen Text tatsächlich finden solltest, dann schreib doch bitte diesen Text in die Kommentare. Es gibt aber Texte, die als scheinbarer Beleg dafür verwendet werden. Nun, welche sind das? Einer der häufigsten Texte, der verwendet wird, um den Wiederaufbau des dritten Tempels in Jerusalem mit einer damit verbundenen Ankunft des Antichristen zu begründen, kommt aus Daniel Kapitel 9, Vers 27. Hier steht: Und er wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. In diesem Text wird über eine prophetische Woche gesprochen. Um die biblischen Zeitprophezeiungen zu verstehen, gibt es eine Methode der Zeitauslegung, in der ein Tag einem Jahr gleicht. Dieses Prinzip steht unter anderem in Hesekiel Kapitel 4, Vers 6. Hier gilt ein Tag für ein Jahr. In einem vorherigen Video haben wir uns bereits genauer mit Daniel Kapitel 9 und der darin enthaltenen Zeitprophezeiung der 70 Wochen auseinandergesetzt. Dabei haben wir unter anderem das sogenannte Tag-Jahr-Prinzip angesprochen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann kannst du dir gerne das verlinkte Video in der Beschreibung dazu anschauen. Hal Lindsey, ein sehr bekannter Autor zu diesem Thema, schreibt in seinem millionenfach verkauften Buch Late Great Planet Earth auf Seite 45, dass diese letzte Woche oder diese 7 Jahre Gottes Handeln mit dem jüdischen Volk beschreiben. Er zitiert Daniel Kapitel 9, Vers 27 und behauptet, dass es sich hier um den Antichristen handelt, der einen Bund des Friedens mit den Juden schließt, und dieser Bund soll eine symbolische prophetische Woche bzw. 7 buchstäbliche Jahre andauern. Herr Lindsey und andere Prediger nehmen also die letzte Woche dieser 70-Wochen-Prophezeiung, reißen sie heraus und bringen sie in die weit entfernte Zukunft. Während dieser 7 Jahre soll eine große Trübsalszeit auf dieser Erde sein. In der Mitte dieser Woche, also nach 3,5 Jahren, soll dann dieser Antichrist die Opferrituale der Juden beenden. Diese Opfer sollen im jüdischen Tempel erfolgen. Und da der Tempel 70 nach Christus von den Römern zerstört wurde, müsste dieser Tempel vor dem Auftreten des Antichristen wieder aufgebaut werden. Der Wiederaufbau eines dritten jüdischen Tempels wäre somit ein Zeichen, dass die Zeit der Trübsal nahe sei und die damit verbundene geheime Entrückung der Gläubigen. Wenn du wissen möchtest, wann und wie die Entrückung tatsächlich stattfinden wird, dann bleibe dran, abonniere den Kanal. Wir werden uns mit diesem Thema in einem der nachfolgenden Videos im Detail beschäftigen. Lass uns den Text aus Daniel Kapitel 9 im Zusammenhang mit dem Antichristen beleuchten und sehen, auf wen sich dieser Text tatsächlich bezieht. Der Prophet Daniel war mit dem jüdischen Volk gefangen in Babylon. Die Stadt Jerusalem und der erste Tempel wurden durch den König Nebukadnezar zerstört. Und hier bekommt Daniel eine Prophezeiung von einem Engel. Ab Vers 24 steht: Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Der Engel erklärt Daniel hier, dass dem jüdischen Volk 70 Wochen gegeben sind,
um ihre Sünden und ihren Götzendienst abzutun. 70 Wochen repräsentieren 490 Jahre. Weiter sagt er, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zum Gesalbten, das ist der Messias, dem Fürsten vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Der Engel erklärt weiterhin, dass diese 70 Wochen mit dem Erlass zur Wiederherstellung Jerusalems beginnen werden. Laut historischen Quellen wurde dieser Erlass 457 vor Christus gegeben. Ab dieser Zeit laufen die 490 Jahre für die Juden ab. Nach 7 Wochen wird die Stadt wieder aufgebaut werden, aber in bedrängter Zeit. Nach weiteren 62 Wochen soll der Messias kommen. Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet oder abgeschnitten werden. Der Engel erklärt, dass nach 7 Wochen plus zusätzlichen 62 Wochen, das sind 69 Wochen, der Messias oder der Gesalbte abgeschnitten oder ausgerottet wird. Diese Prophezeiung bezieht sich auf die Kreuzigung Jesu, der für uns abgeschnitten wurde. Dieser Vers fährt fort, die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Der Engel erklärt weiter, dass die Stadt Jerusalem inklusive des Tempels, wo das Heiligtum war, von dem zukünftigen Fürsten zerstört werden wird. Wer war das Volk des zukünftigen Fürsten? Das war das Römische Reich. Wir wissen, dass 70 nach Christus Jerusalem und der Tempel zerstört wurden. Und jetzt kommt Vers 27. Und er wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Er, der Messias, wird einen festen Bund mit vielen gläubigen Juden schließen. In der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Wie? Indem er sich selbst als Opfer hingibt. Es bezieht sich wiederum auf Vers 26, wo er ausgerottet werden sollte. In der Mitte der Woche, das bedeutet nach 3,5 Jahren, wird er sein Leben geben und somit diesen Bund besiegeln. Er wird Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Warum? Weil keine Opfer mehr notwendig sind. Christus, das Lamm Gottes, hat das vollkommene Opfer für dich und für mich gebracht. Deswegen wird es keine Speise- und Schlachtopfer mehr geben. Nachdem Jesus für 3,5 Jahre für das jüdische Volk gewirkt hatte, haben seine Jünger nach der Himmelfahrt Christi weitere 3,5 Jahre für die jüdischen Gläubigen gewirkt. Dadurch wurde die letzte Woche voll und somit sind die 70 Wochen für die Juden erfüllt worden. Mit der Steinigung von Stephanus sind diese prophetischen 70 Wochen oder buchstäblichen 490 Jahre zu Ende gegangen. Und ab dann haben sich die Gläubigen mehr und mehr den Heiden zugewandt. Wenn der Text in Daniel Kapitel 9 im Kontext gelesen wird, dann wird deutlich, dass hier von dem Messias Jesus prophezeit wurde. Und somit bezieht sich auch Vers 27 auf Jesus Christus, nicht auf den Antichristen. Wir sind nicht die Einzigen, die zu dieser Erkenntnis gekommen sind. Bereits im Jahr 1846 wurde ein Buch mit dem Titel Christus und der Antichrist veröffentlicht. Dieses Buch wurde von zahlreichen Presbyterianern, Baptisten und Methodisten unterstützt, die zum Teil hohe Verantwortungsbereiche in ihren Gemeinden hatten. In dem Buch heißt es, und irgendwann während der verbleibenden 7 Jahre sollte er, der Messias, als Opfer für die Sünde sterben und so ewige Gerechtigkeit bringen. Hier sind Hinweise auf Ereignisse, die so offensichtlich sind, dass man meinen könnte, die Menschen, unter denen sie geschehen, unmöglich die Prophezeiung falsch anwenden konnten. Aber zusätzlich zu den hier genannten Daten werden noch andere Dinge erwähnt, die sich zweifelsohne im Zusammenhang mit der persönlichen Geschichte Jesu erfüllt haben. Dieses Buch sagt eindeutig, dass Daniel Kapitel 9, Vers 27 sich auf Jesus, den Messias, bezieht und nicht auf den Antichristen.